Wenn ihr noch günstige FIFA-Coins zum Team of the Season braucht, checkt mal gerne meinen Sponsor IGFold aus. Der Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch 8% sparen wollt, gebt einfach bei der Bestellung den Rabattcode FIFAGAMING ein. Außerdem könnt ihr noch gerne meinen Shop auschecken für die neuen Nice Hoodies, T-Shirts, Handyhüllen, Sweater und vieles mehr. Link ist natürlich auch wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es gerade zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte von mir persönlich unterschrieben dazu. Also gerne abchecken. Heute gibt es das nächste Football-Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es die nächste Transfer-Prediction. Und zwar Juventus Turin und Paul Pogba, Leute. Eventuell, es gibt immer wieder Gerüchte, dass Pogba eventuell zurück zu Juve gehen würde. Schreibt mal in die Kommentare, was meint ihr? Es sind noch andere interessiert an Pogba, ja? Barcelona, Real Madrid, vielleicht bleibt er auch bei ManU. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, was denkt ihr? Hashtag ManU, Hashtag Juve, Hashtag Real oder Hashtag Barca. Ab in die Kommentare, ich bin gespannt, was denkt ihr, bei welchen Vereinen wird Pogba im nächsten Jahr landen? Ich bin mal gespannt, vielleicht bleibt er, wie gesagt, auch bei ManU. Ich bin gespannt auf eure Meinung, Leute. Eskaliert mit den Likes, falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ihr könnt auch gerne noch meinen Twitch-Kanal auschecken, gibt es täglich um 13 Uhr an Fortnite, beziehungsweise auch teilweise FIFA-Livestream, also gerne vorbeischauen. Link ist auch in der Beschreibung, gerne mal kostenlos ein Follow da lassen. Und dann würde ich sagen, starten wir ins Video, Leute. Wenn ihr ready seid, bleibt bis zum Schluss dran, wir starten direkt. Let's go. So, 3-4-3 mit diesen Kapitänen. Paul Pogba haben wir als Captain. Und das ist doch perfekt für unser Pogba-Footruff, Leute. Der gute 91er Pogba. Ich bin gespannt, ob es den so im nächsten Jahr in FIFA 19 noch geben wird, Leute. Was meint ihr zum Transfer oder zum eventuellen Transfer von Pogba zu Juve? Zurück zu Juve? Eher unwahrscheinlicher, ja. Aber eventuell, es gab auch immer wieder Gerüchte zu Real Madrid, zu Barcelona, es sind viele Vereine interessiert. Oder was denkt ihr, bleibt er bei ManU? Schreibt es mal in die Kommentare. Hashtag Barca, Hashtag Real, Hashtag Juve oder Hashtag ManU natürlich. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Aber ich glaube, dass ja, Pogba so ein bisschen... Ja, muss man ehrlich sagen, der ist so ein bisschen unzufrieden, glaube ich, bei ManU, ja, generell. Ich glaube, der war in den Jahren, wo er jetzt da war, noch nie so wirklich 100% zufrieden bei ManU. Also von daher könnte ich mir vorstellen, und Pogba ist halt so ein Spieler, vor allem jetzt nach dem Weltmeistertitel, ist er, glaube ich, nochmal richtig gierig und will noch andere Titel gewinnen, vor allem die Champions League. Und ob er das mit ManU erreichen wird, naja, generell, ich sehe ganz ehrlich, oh, Dembélé haben wir noch am Start, aber keinen, ja doch, wir haben Dembélé und Coutinho. Zwei eventuelle neue Kollegen von Pogba, wenn er zu Barca wechselt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich sehe auch aktuell keine einzige Mannschaft aus der Champions League imstande dazu, die Champions League zu gewinnen. Für mich gibt es eigentlich nur drei Mannschaften, ne, vier Mannschaften, ja. Vier Mannschaften sehe ich in der Lage, die Champions League zu gewinnen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das anders seht. Zum einen natürlich Real, zum anderen Barcelona, dann noch Juventus Turin und als vierte Mannschaft noch Atletico Madrid. Atletico denken jetzt einige echt, aber ich bin der Meinung, Atletico Madrid hat auf jeden Fall die Chance. Also die drei Mannschaften sehe ich als Kandidat, um die Champions League zu gewinnen. Auch nicht ein FC Bayern, PSG sehe ich auch nicht als Kandidat, die Champions League zu gewinnen. Das sind für mich die einzigen Mannschaften. Von daher hat Ronaldo da auf jeden Fall alles richtig gemacht. Wir haben Sergio Ramos am Start, 97er Team of the Year. Auch ein eventueller Teamkollege von Paul Pogba, sollte er zu Real Madrid wechseln. Ihr wisst es, Leute, ihr könnt jetzt noch gerne wie immer meinen Shop auschecken, Leute. Passend zu Pogbas Trikot hier. Die Camouflage-Sachen gibt es in Rot, in Grün, in Grau und in Blau. Wie immer in allen vier Farben als T-Shirt für den Sommer und natürlich auch als Pullover für den Winter erhältlich. Link zu meinem Shop ist wie immer als erstes unten in der Beschreibung als erstes verlinkt. Ihr wisst es, gratis Autogrammkarte gibt es auch. Von mir unterschrieben, wie immer, zu jeder Bestellung gratis dazu. Also gerne abchecken. Danke an jeden, der mich da mit dem Kauf unterstützt. Ihr seid die besten. Nice Kette, nice Dogtag gibt es auch ab sofort, ja, in meinem Shop. Also gerne mal abchecken. Danke dafür eure Unterstützung. Und ich muss sagen, bislang sieht es hier gut aus. Das Team läuft gut. Wir haben einen Barca-Spieler, einen Real-Spieler und jetzt noch einen Juve-Spieler. Ey, jetzt haben wir alle drei Mannschaften, wo es momentan Gerüchte gibt, wo Pogba hinwechseln könnte am Start. Nice, Alter. Benatia nehmen wir auch mit. So, schauen wir mal. Das ist jetzt so eine kleine Prognose, Leute, ja? Wir schauen mal. Welcher Verein am Ende gewinnen wird, das wird unsere Prognose sein, wo Pogba eventuell hinwechseln wird. Vielleicht gewinnt ManU, vielleicht sind die meisten ManU-Spieler am Start. Dann bleibt er bei ManU. Wir werden es sehen. Eieiei, was war das denn für ein Torhüter, ey? Okay, Blanco nehmen wir mit. Also, bislang haben alle einen Spieler, ja? Alle Vereine sind einmal vertreten und hier ist die zweite ManU-Card und zwar Romelu Lukaku. Also, Stand jetzt würde Paul Pogba bei unserer Prediction bei ManU bleiben. Okay, wir nehmen Lukaku mit, ja? Oder haben wir noch was anderes? Nee, sonst nix. Also kommt Lukaku mit an den Start. Weiter geht's im linken Mittelfeld. Vielleicht direkt Anthony Martial oder irgendwie sowas.
oder Lemar. Oh, Lemar ist am Start. Ist ja jetzt zu Atletico Madrid gewechselt. Also auch nochmal ein starker Neuzugang für Atletico, muss ich sagen. Lemar nehmen wir mit. Ja, die anderen waren jetzt, glaube ich, hoffe ich mal, ich habe keinen übersehen von den Vereinen hier, aber ich glaube nicht. Okay, wir machen weiter auf der Innenverteidigerposition, dann gehen wir auf die ZM-Position. Und hier haben wir Boateng Varane, der zweite Realspieler. Ausgleich also für Real Madrid. Also momentan liegen ManU und Real im Rennen. Barcelona und Juve bislang also aus dieser Transfer-Prediction eher raus. Aber ist auch nicht vorbei, ne? Also alles noch drin. Nächster ZM. Schauen wir mal. De Bruyne. Kroos. Oh, und Pjanic. Oh, ey, wir haben zwei Spieler jetzt. Einmal Pjanic, einmal Toni Kroos. Jetzt haben wir natürlich beide Vereine einmal am Start. Da müssen wir natürlich den Spieler mitnehmen, der higher rated ist. Und das ist Toni Kroos. Pjanic wäre der zweite Juve-Spieler. Kroos ist der dritte Realspieler. Das heißt, erneute Führung für Real Madrid. 3:2 also jetzt. Das heißt, Stand jetzt, wenn diese Prediction jetzt vorbeigehen würde, würde nach unserer Prediction Real Madrid in Frage kommen. Aber es sind noch einige Spieler. Also, weiter geht es auf dem Flügel mit Hazard, Di Maria und Müller. Ja, okay, also von denen ist jetzt keiner hier oder kein Verein aktiv, wo er eventuell hinwechseln könnte. Wir nehmen Hazard mit. Vielleicht, wenn Pogba zu Real geht, Hazard auch zu Real, vielleicht Teamkollege. Naja, aber ich denke mal beide. Ich glaube, so viel Cash wird dann auch nicht zur Verfügung stehen. Obwohl, man weiß es nie, Leute. Mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten, das Ganze immer zu umgehen. Da leistest du den Spieler erstmal für 12 Jahre aus. Danach kaufst du die Hälfte erstmal von dem Spieler, kaufst nur den linken Fuß, dann kaufst du das rechte Bein, irgendwann leihst du den dann nochmal 5 Jahre aus, dann kaufst du das linke Fußgelenk und dann kaufst du den Spieler irgendwann mal nach 20 Jahren ganz, wenn der Typ schon längst in Rente ist. Ihr kennt es mittlerweile, ganz kurios im Fußball, egal, Arnautovic nehmen wir mit. Also weiterhin 3:2 für Real Madrid. In unserer Prediction, weiter geht's mit diesen 5 Spielern, Asensio. Lichtstein haben wir noch als Transfer, wir nehmen Asensio mit, der passt ganz gut. Schon mal besser als dieser Blanco. Man hat einen 84er anstatt einen 75er. Auf jeden Fall machen wir das. Oh, Jordi Alba, der nächste Barcelona-Spieler. Oh, ich wollte schon Griezmann mitnehmen. Allerdings ist hier ein Barca-Spieler am Start. Das heißt, Barca will auch wieder ins Rennen einsteigen, ne? Barca, oh, 91 Chemie, 91er. Ne, 97er Chemie. Aber eben hatten wir eine 90er Wertung. Scheiße, das war schon mal eben besser. Also Barca jetzt auch mit 2 Spielern am Start. Also Barca steigt hier auch wieder in den Pogba-Poker ein. Paulsen haben wir hier noch als Man of the Matchday. Nehmen wir mit, weil sonst war auch keine Karte am Start, die wir hätten gebrauchen können. Also alles gut. Boah, 95er Mbappé, Alter. Heftige Scheiße, Mann. Richtig, ja, können wir sogar mitnehmen. Geil, Alter. 95er Mbappé, Man of the Matchday. Absolut kranke Karte. Ganz ehrlich, unnormaler Typ. Hat ja aber auch einen 97er, also nur die zweitbeste Karte. Der Typ hat einfach 97. Stellt euch mal vor, ihr seid 19 und habt den FIFA eine 97er Karte. Was ist das? Man hat alles erreicht. Man kann aufhören, Alter. Der Typ ist Weltmeister. Braucht jetzt nur Champions League gewinnen nächste Saison. Dann kann der Typ in Rente gehen mit 20. Ey, was ist das? Dann hat er jeden Titel. Ja, okay, jeden Titel nicht. Aber hat er alle großen Titel geholt. Oh, Chesney. Der nächste Juve-Spieler. Juve steigt auch wieder in den Poker und Pogba ein. Jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit. Zweiter Juve-Spieler. Also 2 Juve, 2 Barca, 3 Real und 2 Menu-Karten. Ah, mal schauen. Wir müssten vielleicht. Eine Realkarte würde wahrscheinlich das Ganze jetzt hier schon, ich würde sagen, fast klar machen. Wir nehmen Fernandinho mit. City steigt auch nochmal ein hier in den Poker. Ey, nein, nein, die werden, denke ich mal, die Finger davon lassen. Oh, Sanchez, die nächste Menükarte. Ausgleich, 3:3. Oh, die Bale hätten wir auch. Oh, jetzt haben beide dasselbe Rating. Das ist natürlich bitter, ey. Ja, okay, dann nehmen wir die erste Karte mit, die kam. Und das ist Sanchez. Die Bale kam als zweite. Sonst hätte Juve jetzt auch 3 Spieler am Start. Jetzt hat allerdings ManU 3 Spieler am Start. Das heißt, das ist der Ausgleich. Das heißt, Stand jetzt wäre es eine knappe Sache, ob er zu ManU geht. Wahrscheinlich geht er zu ManU. Oder bei ManU, ich wollte sagen, bei ManU bleibt. Oder zu Real geht. Naja, also momentan 3:3 unentschieden. Das heißt, beim Unentschieden freut sich Schalke. Geht auf einmal zu Schalke. Kennt er nix. Oh, da ist die nächste Juventus-Karte. Ey, jetzt haben wir alles anstatt. Dreimal Juve, dreimal ManU und dreimal Real Madrid. Also wahrscheinlich die nächste Karte wird über den Wechsel entscheiden hier. Schauen wir mal. Ist natürlich nur eine Prediction, Leute. Ob das jetzt so zustande kommt, kann ich natürlich nicht voraussagen. Oh, nice. Goretzka. Das erste Mal, dass ich den hier als Bayern-Karte sehe. Im Footdraft. Fresh. Sieht auf jeden Fall gut aus. Wir nehmen aber mal Ribéry mit. Wir haben schon, ja, ne, eine Bayern-Karte haben wir nur. Ich dachte mehr. Wir haben schon voll viele Bayern-Karten, aber hier in dem ganzen Draft gehabt, ne? Okay. Es bleibt hier irgendwie weiterhin beim 3:3:3. Also irgendwie,
kommt hier keine richtige Entscheidung. Wen nehmen wir mit? Ist eigentlich scheißegal, ne? Highest Rated hier, Marcelo. So, wir sortieren mal ganz kurz. Wir sind immer noch auf dem 191er Draft. Heftiges Team, muss ich sagen. Gefällt mir. Kann man so bauen, auf jeden Fall. Würde ich einfach mal sagen. Vielleicht kommen wir sogar noch auf 192 hoch. Ne, sieht nicht dann aus. Okay, also weiterhin 3-3-3. Wir haben noch zwei Karten. Wenn jetzt noch Barca ausgleicht, dann entscheidet der letzte Spieler der Torhüter gleich. Okay? Ich würde sagen, bei einem 3-3, also beim Unentschieden, würde ich sagen, im Zweifel für ManU. Dann bleibt er bei ManU. Beim Unentschieden kann Pogba sich nicht einigen. Er sitzt zu Hause, überlegt, wo soll ich jetzt hingehen, ey? Kann sich einfach nicht entscheiden und dann läuft die Zeit ab. Transferphase ist um, er bleibt bei ManU. Das würde ich sagen, ist die Entscheidung beim Unentschieden. Aber ist da noch lange nicht hier gegessen, denn es gibt noch eine Karte, Leute. Ja, eine Karte, die entscheidet allerdings jetzt. Bernat wird wahrscheinlich auch noch wechseln. Wird, denke ich mal, nicht bei Bayern bleiben. Ja, gibt's. Ich glaube, womit wurde der in Verbindung gebracht? Habe ich letztens noch gelesen, aber schon wieder verpeilt. Ey, scheiße, Mann. Ich glaube, irgendein englischer Verein. Kann das sein? Keine Ahnung. Egal, Rakitski nehmen wir mit. Man of the Match. Eigentlich gar nicht so schlecht, man. 75 Tempo für einen Innenverteidiger. Geht klar, kann man machen. Okay, so, letzte Karte, Leute. Die letzte Karte entscheidet jetzt darüber. Sollte es, wie gesagt, beim Unentschieden bleiben, dann würde ich sagen, bleibt. Ja, ManU. Pogba. Das bleibt dann, ja. Aber wir haben noch eine Karte. Das heißt, Real, Barca. Ne, Barca nicht. Ah doch, ne, warte mal. Hat Barca auch drei? Barca hat zwei, ne? Also, Barca ist raus, stimmt. Also, Juve, ManU oder Real Madrid. Unter diesen drei Vereinen entscheidet sich das Ganze jetzt. Und es sieht alles danach aus, als wenn Pogba bei ManU bleibt. Denn es bleibt beim Unentschieden. 3-3-3. Jeweils drei Spieler vom jeweiligen Verein. Und ja, dann muss ich sagen, hat sich meine Webcam gerade aufgehangen. Warum auch immer. Das Bild hängt gerade komplett. Ich hoffe mal, ihr seht mich jetzt gleich wieder. Geiles Bild auf jeden Fall. Komplett die Fresse aufgezogen. Jetzt seht ihr mich wieder. Was war das denn für ein Fail? Also, ManU bleibt bei. ManU bleibt bei Pogba. Pogba bleibt bei ManU, Leute. Also, das hat unsere Prediction hier ergeben. Ob es so hinterher kommen wird, wir werden es sehen, Leute. Schreibt eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr öfters solche Transfer-Predictions sehen wollt. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr in Zukunft zu verpassen. Danke für eure Unterstützung. Und ihr könnt jetzt noch gerne, ihr wisst es, meinen Shop abchecken. Für die Camo-Sachen gibt es in Rot, in Grün, in Blau und in Grau, Leute. In allen vier Farben. Ihr wisst es, als T-Shirt für den Sommer, aber auch als Pullover ehrlich, für den Winter oder auch als Pullover für den Sommer, je nachdem, wie ihr es tragen wollt. Link zu meinem Shop ist oben als erstes in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr gerne abchecken. Danke an jeden, der mich an meinem Kauf unterstützt. Ihr wisst es, wie immer, gratis Autogrammkarte gibt es natürlich auch noch zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken, von mir natürlich persönlich unterschrieben und seit neuestem in meinem Shop die Nice-Kette bzw. das Nice-Dog-Tag. Also auch ganz gerne mal abchecken. Das war's, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Haut rein und ciao.